Hallo zusammen und seid herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo, wo wir uns Eis anschauen. Und zwar das hier, so muss es sein, das neue Less and Tasty von Aldi Süd bzw. Mucki. Es ist ja quasi das Diät-Eis, was sie jetzt neu rausgebracht haben auf dem Markt. Wir starten hier direkt mit der Sorte Salted Caramel und schauen uns mal zusammen an, ob man für 351 Kilokalorien pro Becher leckeres Eis erwarten kann, wie die Zutaten und Nährwerte sind und ja, wie es sich vielleicht so schlägt gegen Halo Top. Ich bin sehr gespannt und wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ja, das ist es also, das Salted Caramel mit 351 Kilokalorien. Es hat auf Instagram schon gut die Runde gemacht und es gibt noch drei andere Sorten, und zwar Vanille, die habe ich leider nicht da, die ist uninteressant. Dann gibt es noch Cookie Dough, auch von dieser Marke eben. Und Vanilla-Ahornsirup, was ziemlich geil sein könnte. So von den Kalorien geht das alles in Richtung Halo Top, aber eher tendenziell ein bisschen mehr, weswegen ich mir ja hoffe, dass es besser schmeckt als dieses Eis, was ich ja sehr miserabel finde. Breyers hat ein paar leckere Sorten. Ja, und wie die jetzt hier sind, es wird wirklich sehr, sehr spannend. Wir schauen uns gleich natürlich genauer an. Kostet 2,99 Euro. Wie gesagt, nur Aldi Süd, auch wenn es Mucki ist. Ich habe an Aldi Nord mal geschrieben per Instagram. Die Info war so nach dem Motto, ja, wir haben es auf dem Schirm, aber aktuell ist nichts geplant, aber wir schauen mal, was kommt. Ja, 475 Milliliter sind drin, beziehungsweise 285 Gramm. Also auch luftiges Eis, wie es eben auch Halo Top, Breyers und Co. ist. Wir haben hier ein Karamelleis, Soße mit Karamellgeschmack, 7% und Meersalz mit Süßungsmittel. Ich würde sagen, wir drehen mal die Kamera, schauen es uns genauer an und dann wird probiert. Ja, was die Benennung der Marke bzw. Was das Design des Ganzen angeht, haben sie meiner Meinung nach ein bisschen daneben gegriffen, weil irgendwie sieht das eher nach Less Tasty aus. Und natürlich ist das bei allen Diäten also so, dass sie weniger gut schmecken, aber das so offensichtlich drauf zu schreiben oder dass es zumindest so erkannt werden könnte, das ist es natürlich eine ganz andere Sache. 351 Kilokalorien pro Becher. Wie gesagt, hier das, was drin ist von der Menge und hier genau, wie es zusammengesetzt ist. Wir haben als Zutaten Vollmilch, Soße mit Karamellgeschmack, sprich kein Karamell, was ja viel Zucker bedeuten würde, Ulgofructose, Wasser, Magermilchpulver, natürliches Aroma, Säurungsmittel und so weiter und so weiter. Füllstoffe Polydextrose, als Ballaststoffe ist das quasi auch so, um das Ganze ein bisschen Volumen zu bringen. Chicorée-Fasern, lösliche Maisstärke, Süßungsmittel, Erythrit, Isomalt, Sucralose, Süßungsmittel, also auch Inulin, Sahne, Magermilchpulver und so weiter. Es resultiert am Ende ein Eis, was pro 100 Gramm tatsächlich nur sehr schmale 123 Kilokalorien hat, also damit gerade mal halb so viel wie so ein Ben & Jerry's oder auch fast ein Drittel weniger als so ein ordentliches Peanut Butter Cup, was es irgendwie auf 320 Kilokalorien bringt. Durchschnittliche Ben & Jerry's, also 260, 270, 280 oder auch Häagen-Dazs. Also es ist schon deutlich weniger, aufgrund der Tatsache hauptsächlich, dass wir hier wirklich deutlich weniger Fett haben und deutlich weniger Zucker. Eiweiß ist jetzt hier nicht mehr drin, das hier ist ja also nicht wie Halo Top so ein Proteineis, hier ist nicht mehr Eiweiß und 2,7 Gramm, da hat selbst ein Ben & Jerry's meistens mehr. Hier ist der Deckel, das Ganze ist aus Pappe, also auch nicht wie Plastikdeckel wie bei Häagen-Dazs, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob sie es bald mal überarbeiten, dass das vielleicht nicht mehr so ganz aus Plastik ist. Wir gucken mal, müssen wir kurz den Stativ ein bisschen stabiler machen. So. Hier drunter ist noch eine Folie, ich habe die schon abgezogen, hier war so ein Papierding drauf und erstmal sieht das tatsächlich aus wie so ein, ich sage jetzt mal Halo Top, eigentlich so recht unspektakulär. Ich habe schon ein bisschen antauen lassen, es sieht ja auch jetzt schon relativ luftig aus. Ja, von der Konsistenz könnt ihr das hier glaube ich auch ganz sehen. Das kommt mir jetzt erstmal deutlich glatter vor und geht eher so in Richtung Breyers. Halo Top ist ja sehr kristallin und sehr wässrig. Das hier ist so ein bisschen cremiger und geht so in Richtung Salted Caramel Cake von Breyers zum Beispiel. Oh ja, und auch vom Mundgefühl deutlich glatter. Gar nicht mal so schlecht vom Schmelz. Kein Vergleich, also ich sage es ja immer wieder, ich weiß, manchen Leuten gefällt das nicht, dass ich auf Halo Top bashe, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn man Halo Top mit anderen vergleicht, dann muss einem auffallen, dass Halo Top einfach nur wässrig von der Konsistenz ist und kristallin. Das hier ist es nicht. Das erinnert von der Konsistenz tatsächlich so an Halo Top, nicht an Halo Top, an Breyers, beziehungsweise Cremissimo, so in die Art.
nicht ganz so der geile Schmelz wie ein Cremissimo, aber doch recht luftig. Vom Geschmack nicht ganz so voll. Ich werde jetzt mal hier schauen, ob ich hier irgendwo die Soße finde. Hier am Rand ist zumindest schon mal ein bisschen was. Wir haben jetzt hier also auch keine Stückchen drin oder so, wie bei manch anderen Sorten, wie bei Breyers oder so, sondern hier wirklich hauptsächlich dieses Eis mit dieser Soße, die man jetzt hier zumindest ansatzweise ein bisschen sieht. Also Konsistenz ist top. Ihr erinnert euch vielleicht, man will ja vielleicht auch ein bisschen meine Überzeugungskraft sehen, dass ich begeistert bin. Ihr erinnert euch vielleicht an das Kellose-Eis, das wirklich eine sehr gute Konsistenz hatte. So nah muss das auch nicht sein. Was so Diät-Eis angeht, das kann da wirklich mithalten. Das ist super. Vor allem, wenn man jetzt den Preis hat. Leute, ich kann euch jetzt hier nur sagen, hört auf, Halo Top zu kaufen, Breyers und Co. Geht in Aldi Süd, wenn ihr ihn habt, und kauft das. Weil das kann von der Konsistenz auf jeden Fall mithalten. Geschmacklich finde ich es auch ganz gut. Klar, wenn man sagt, man will so ein bisschen Stückchen haben, wie so ein Salted Caramel Cake oder so, das hat man jetzt hier nicht. Ja, aber der Preis ist ein echtes Argument. Oh, das scheiß Stativ steht nicht. Moment. So, jetzt nochmal. Also der Preis ist ein echtes Argument. Und das ist gerade mal halb so viel wie diese Marken. Und Konsistenz ist super. Da kann man nichts sagen. Gerade hier am Rand, das kann man jetzt vielleicht auch ganz gut sehen. Wenn das antaut, wird das auch richtig schön cremig. Oh, da kommt gleich die Soße. Das schauen wir uns vielleicht doch nochmal genauer an. So, hier kann man sie sehen. Hier wabert sie uns gleich entgegen. Ja, zumindest ist sie jetzt hier untergegangen. Ich habe bis jetzt nämlich auch nicht den Eindruck, dass es hier sehr nach Karamell oder salzig irgendwie schmeckt. Ich meine, das schreiben ja alle Hersteller irgendwo drauf, weil es gut zieht. Ich hatte jetzt so relativ große Menge. Hier kann man es auch nochmal sehen von dieser Soße. Nein, also sonderlich karamellig ist die nicht, wie ich finde. Farblich ja, aber salzig auch nicht. Das ist ein leckeres Eis. Also in Anbetracht des Preises ist das hier preis-leistungsmäßig sicherlich das beste Diät-Eis, was man kaufen kann. Rein geschmacklich finde ich das Breyers Vegan Peanut Butter noch ein Ticken besser und auch das Salted Caramel Cake von denen ein bisschen besser. Das Kellogg's Vanille ist auch recht gut gewesen. Aber wie gesagt, für den Preis ist das hier dann doch nochmal um Längen besser, weil es schmeckt nicht wirklich viel schlechter als die anderen. Ist auch lecker. Für ein Diät-Eis wohlgemerkt. Das ist natürlich kein Vergleich zu einem Häagen-Dazs oder Ben & Jerry's. Die schmecken doch deutlich besser. Aber für ein Diät-Eis ist es, denke ich, ganz in Ordnung. Gerade die Konsistenz gefällt mir hier sehr, sehr gut. Deswegen gerne mal ausprobieren. Und vielleicht hat es einer von euch auch schon probiert. Ich würde mich freuen über einen Kommentar. Die beiden anderen Sorten werde ich natürlich auch noch für euch reviewen. Hier jetzt jedenfalls mein Einstand in Less und Tasty. Kann ich sagen, yo, das kann man wirklich machen für den Preis. Einfach nur top. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.